Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge im Raus aus deinem Kopf-Podcast. Und wir widmen uns dem Thema Emotional Leadership um eine weitere Folge. Und heute geht es um einen ganz besonderen Bereich, den, egal ob du Führungskraft im Sinne eines Titels bist und den Titel hast, oder ob du dein Leben führst und deine Beziehungen verändern willst, es gibt einen Punkt, einen ganz entscheidenden Punkt, der macht alles zunichte. Ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum nicht nur in Familien gestritten wird, sondern in Firmen gestritten wird, warum Länder einander im Krieg miteinander sind, warum Religionen miteinander im Krieg sind. Und zwar ist das die Thematik Rechthaberei. Wir Menschen lieben es, Recht zu haben. Unser Standpunkt ist der einzig wahre. Und wenn du im Bereich Emotional Leadership vorangehen möchtest, geht es vor allen Dingen darum, dich selbst dabei zu erwischen, wenn du wieder im Standpunkt des Rechthabens gefangen bist. Ich habe dazu schon mal eine ähnliche Podcast-Folge aufgenommen. Diese hier heute geht tiefer und noch ein Stück weiter. Weil unser Ego, je mehr wir uns entwickeln, wird mit uns auch schlauer. Und wenn wir uns übrigens gar nicht entwickeln, dann hat das Ego uns komplett ja sowieso in der Hand. Und wenn wir im Rechthabermodus sind, dann hören wir nicht mehr zu. Dann hören wir nicht hin. Rechthaberei beginnt im Kopf schon damit, dass während ich gerade spreche, dein Kopf versucht, Recht zu haben darüber, ob jetzt das, was ich sage, stimmt oder nicht. Also auch wenn wir hier keinen Dialog führen in diesem Augenblick, wo du direkt auf mich reagieren kannst, weil du mir gegenüber sitzt, macht halt dein Kopf was. Und im Emotional Leadership ist das, sich selbst auf die Schliche zu kommen. Höre ich wirklich zu? Oder tue ich so, als würde ich zuhören, überlege aber im Kopf schon, was ich als nächstes antworten kann. Und dadurch verpasse ich die wichtigsten Augenblicke der Verbindung in der Beziehung mit meinem Gegenüber. Egal ob Geschäftspartner oder partnerschaftliche Beziehung. Vollkommen egal. Sondern wenn ich im Rechthabermodus bin, das ist so clever vom Ego, dann bin ich auch ganz verliebt in meine Rechthaberei. Weil ich habe ganz viel da rein investiert, um mir auch eine gewisse Geschichte zu erzählen, über die ich Recht haben will. Und jetzt kommt's, worin will ich denn Recht haben? Recht haben will ich immer aufgrund einer Position, die ich vertrete. Und die Frage, die du dir stellen kannst, um aus diesem Rechthabermodus rauszukommen, um dir selber auf die Schliche zu kommen, ist, worum geht's hier gerade? Geht es um die Position oder geht's um die Person? Und wenn ich mir diese Frage stellen kann, dann kann ich nämlich auch anfangen, die Person unabhängig von ihren Taten mir anzuschauen. Und das gibt Klarheit. Und das gibt Stärke. Und dann ist kein Drama. Weil ich kann die Person lassen, wie sie ist. Und kann ihr Verhalten von ihr trennen. Und dann kann ich schauen, okay, Position oder Person, worum geht's hier gerade? Wo du dich selber herausfordern kannst, ist, kann ich hinter die Position schauen? Kann ich weiter als die Position schauen. Und bin ich dann bereit, da was Neues zu entdecken? Das birgt ein Risiko. Ich muss mich öffnen. Dadurch zeige ich mich verletzbar. Und da muss ich mich herausfordern. Ich muss mich immer wieder herausfordern, offen zu bleiben, mich zu öffnen. Und kann ich hinter die Position schauen? Zum Beispiel im Business-Kontext passiert was total häufig. Dann sitzen Leute zusammen und besprechen neue Ideen. Oder übrigens auch im Coaching. Ganz interessant.
im Training oder im Seminar sitzt ein Teilnehmer da, hat eine Frage. Wir helfen dem, selbst die Antwort zu finden. Manchmal geben wir unsere Inspiration damit rein oder wie die Antworten, die ich für mich gefunden habe, die nicht für dich stimmen müssen. Und dann sagt der andere, ja, aber, und eigentlich sagt er damit, ich höre zwar, was du sagst, aber ich will trotzdem weiterhin Recht behalten. Und jetzt, glaube ich, ist es ganz interessant, falls du noch zu den Menschen gehörst, die Fernseh schauen, also klassische Fernsehsendungen, wenn man so Interviews sieht oder wo so Debatten mit mehreren Leuten stattfinden, da mal zu schauen, worum geht's denen? Geht's denen ums Recht haben und ihre Position? Und wenn die eine andere Meinung hören, können die dann die wirklich hören? Oder nicken die nur und sagen eigentlich im Kopf, ja, ich höre dich, aber eigentlich habe ich recht? Und das findet natürlich nicht nur bei Debatten im Fernsehen statt, sondern ja auch in Diskussionen zu Hause mit dem Partner. Sage ich da auch nur, ja, ich kann dich hören, aber eigentlich habe ich recht. Und wenn das der Fall ist, wenn es um die Position statt um die Person geht, wenn ich da reinspüre, spüre ich da eine Verhärtung. Und das bringt uns nicht näher zueinander, sondern weg voneinander. Und deswegen ist das mein Plädoyer heute, für dich einfach zu schauen, egal was du dir anhörst, anschaust, neuen Input gibst, mit Menschen in Kontakt bist, dich immer wieder selbst herauszufordern, kannst du die Person sehen und geht es dir nicht um deinen Standpunkt. Schön sind ja auch die Leute, die ich dann zum Beispiel im Training habe oder so, die dann am Anfang immer sagen, ja, ich bin ja eher so der skeptische Typ. Dann denke ich, ja, schade für dich. Und damit meine ich nicht naiv sein und alles einfach hinzunehmen, sondern zu schauen, ist meine Reaktion darauf von mir bewusst und wahr und kontrolliert oder ist sie einfach nur, ich habe recht. Ja, ist ja schon gut, ich habe recht. Denn guess what? Von diesem Standpunkt aus, kann sich da was verändern? Nein. Und wenn das mehr Menschen wüssten für sich selbst, sich da in Frage zu stellen, einfach zu sagen, ja, es macht eigentlich keinen Sinn, dass ich an dieser Position festhalte. Und damit meine ich nicht, dass man keine Meinung haben soll und keinen Standpunkt haben soll. Das meine ich nicht, sondern einfach nur zu schauen, kann ich hinter meine Position blicken? Weil dann kann ich den anderen vielleicht auch besser verstehen, muss aber nicht seiner Meinung sein und kann ihn dann auch trotzdem so lassen, wie er ist. Und dadurch hätten wir eine ganz andere Art im Umgang auch mit Konflikten im Miteinander. Und wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann lass doch deine Bewertung da und schreib mir gerne wieder auf Instagram, was du mitgenommen hast. Was war so dein Aha-Moment? Hast du dich vielleicht selber ertappt? Und hat es vielleicht auch ein bisschen was verändert im Umgang mit den Menschen, die so um dich herum sind, weil du dir selbst jetzt mehr auf die Schliche kommst? Danke dir fürs Reinhören. Bis zur nächsten Folge.